Aloha Seekräuter, willkommen zurück hier zur nächsten Ausgabe Ausblick. Ihr seid hier auf dem Seekraut-Kanal und ihr seid immer top informiert, gerade eben im World of Warships Stream in Englisch. Über die Bildschirmröhre geflimmert, habe ich für euch bereits schon die Bilder hier aufbereitet und mir ein paar Daten aufgeschrieben aus dem Stream heraus, beziehungsweise schon ein paar Daten hier auch gelesen und die möchte ich euch nahe bringen, denn wir haben Ankündigungen für die ersten drei Schiffe und es wird auch was ganz Besonderes dabei sein, natürlich ein deutscher schwerer Kreuzer, so wie da schon vermutet wurde, ist schon ein super schwerer Kreuzer eher gesagt. Fangen wir erstmal ganz schnell vorne an, ihr seht es hier auf dem Poster, ich weiß nicht, ob ihr Mighty Jingles kennt. Ich möchte nur der Vollständigkeit halber sagen, Mighty Jingles wird als Kapitän demnächst in World of Warships zu finden sein. Es ist ein britischer Kontributor, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, recht bekannt, eine recht große Followerschaft. Und ja, er wird es jetzt tatsächlich schaffen. Er hatte damals an The Ring teilgenommen und er hatte gewonnen. Daher wird er jetzt als Kapitän den Weg ins Spiel schaffen. Es wird eine eigenständige Vertonung geben, ein eigenes Bild, wie ihr hier seht. Und ja, allerhand andere lustige Sachen. Und jetzt kommen wir dann zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist dann nämlich der Siegfried. T9, super schwerer Kreuzer, sage ich jetzt einfach mal. Und der hat es wirklich in sich. Ihr seht es hier schon, vorne zwei Türme, hinten ein Turm, 380 mm sind auf dem Dampfer verbaut. Wir haben hier 62.800 Trefferpunkte, 27 mm Panzerung, so ist es zumindest das, was jetzt in den Supertest geht. Wie gesagt, alles Work in Progress, das ist noch vor Supertest sogar, die Daten, die wir jetzt hier haben. Also das kann sich auch alles wirklich noch grundlegend ändern, darum mit Vorsicht zu genießen. Ich möchte sie euch trotzdem nicht vorenthalten. So ein schönes Schiffsmodell und so eine Sachen müssen hier natürlich mit reingebracht werden. 20,6 km ist die Feuerreichweite, ihr habt 34% Brandwahrscheinlichkeit. Ihr werdet 26 Sekunden lang wahrscheinlich nachladen müssen. 36 Sekunden ist die Turmdrehzeit. Der Sigma-Wert ist kreuzertypisch. 2,05, horizontale Streuung 175 Meter. Also richtig geil. Wie gesagt, 380 mm Kaliber mit einem superschweren Kreuzer. Da legst du die Ohren an. Okay, 27 mm Panzerung beim Rumpf heißt, Overmatch ist auf jeden Fall auch noch mit 406 mm Kanonen möglich. Also Schlachtschiffe werden euch trotzdem relativ hart treffen können. Ich bin gespannt, wie es nachher tatsächlich ins Spiel kommt. Viel interessanter ist dann noch, das Ding hat auch noch Torpedowerfer, nämlich an jeder Seite ein A4-Rohre. Und ja, die Torpedos schwimmen 8 Kilometer mit 65 Knoten. 90 Sekunden ist wohl die Nachladezeit. 1,3 Kilometer sind die Torpedos nur sichtbar. Stand jetzt Supertest. Wie gesagt, das ist also auch eine richtig interessante Geschichte. Luftverteidigung kann sich das Ding auch durchaus sehen lassen. Ist sicherlich nicht die allerbeste, aber auch nicht wirklich super schlecht. Wenn ich mir das jetzt angucke, kontinuierlicher Schaden pro Sekunde in der kurzen Reichweite 343 Punkte. Das geht bis 1,5 Kilometer. Dann gibt es einen kontinuierlichen Schaden in der mittleren Reichweite bis 4 Kilometer. Da haben wir dann 569. Nebenbei haben wir dann noch 9 Salven mit Explosionen, 1190 Punkte. Dann haben wir noch eine Langstreckenflugabwehr mit 5 Explosionen, 1540 Damage pro Explosion. Und ein konstanter Schaden von 150 Trefferpunkten pro Sekunde und das dann von 4 bis 6 Kilometer Reichweite. Also das ist dann schon ordentlicher Wert. Das kann man ja dann eventuell noch entsprechend pimpen. Höchste Geschwindigkeit 33,5 Knoten, 880 Meter ist der Wendekreis und 14 Sekunden ist die Ruderstellzeit. Also irgendwo was kurz unter einem Schlachtschiff und kurz über einem schweren Kreuzer eben. Erkennbarkeit zu Wasser 15,1, zur Luft 10,7. Und haben wir an Verbrauchsmaterialien, bevor wir dann jetzt schon zum nächsten Bild gehen hier. Wir haben Schadensbegrenzungsteam, wir haben eine Hydroakustik, die deutsche Hydroakustik mit 4 km Torpedo-Entdeckbarkeit und 6 km Schiffserkennbarkeit. Das ist im Austausch mit einem Flakfeuer, mit defensivem Flakfeuer zu sehen. Also ihr könnt euch da dann entscheiden wohl. Dann gibt es in Slot 3 Jäger und oder, also nicht und, sondern oder Aufklärungsflugzeug. Und in Slot 4 gibt es eben eine Reparaturmannschaft. Das ist alles, wie gesagt, subject to change, heißt also alles Work in Progress. Ihr seht es ja unten in dem Bild auch eingeblendet. Wie dieser Kreuzer dann ins Spiel kommen wird, also wie man den dann erstehen kann, ob Stahl, Kohle, Free XP und oder Euronen, ist alles zurzeit alles vollkommen unbekannt und das weiß keiner, das weiß auch World of Warships. Zumindest diejenigen, die im Stream waren, wissen es wohl nicht. Aber es wird eine der Ressourcen sein, wurde jetzt so gesagt.
Gut, das ist das, was wir zum Siegfried sagen können. Ich freue mich jetzt schon darauf. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, ob ich jetzt überhaupt noch meine Free XP oder so eine Sachen ausgeben werde. Den Siegfried muss ich haben, sobald er da ist. Aber ich denke mal, das geht vielen von euch genauso. Von daher, ja, schauen wir einfach mal, wie das nachher dann ins Spiel integriert wird. Und er wird ja sicherlich durch die Testzyklen, ihr wisst, die Schiffe werden immer nochmal verändert. Also kann also noch spannend werden, ob wir den dann wirklich so sehen. Nächster Punkt ist dann die Friesland. Der erste, naja, fast erste paneuropäische Zerstörer, den es denn hier geben wird. Hier ist noch die polnische Flagge drauf. Das hat irgendwas mit den technischen Hintergründen auf dem Testserver zu tun. Also, es wird aber ein Holländer sein. Das erste, was hier sofort auffällt, das Ding hat keine Torpedos. Es ist auch nicht vorgesehen, da Torpedowerfer später noch zu integrieren oder so eine Sachen. Das Ding hat vorn und hinten jeweils einen Geschützturm. Jeder Geschützturm hat zwei Rohre, 120 mm. Wir schießen 12,3 km weit. 1750 ist der Alpha Damage HE. 8% ist die Brandwahrscheinlichkeit. Nachladezeit ist richtig genial. 1,8 Sekunden pro Turm. 180 Grad Drehzeit sind 7,2 Sekunden. Es könnten 360 Grad drehbare Türme sein. Es wurde nicht bestätigt, wurde aber auch nicht verneint. Der Sigma-Wert 2,0, horizontale Streuung 108 Meter. Also das sind einigermaßen normale Werte, würde ich sagen. 17.600 Trefferpunkte soll das Schiff übrigens bekommen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt wissen wir, in welche Richtung sich dieser Zerstörer entwickelt. Ich behaupte, das ist meine persönliche Behauptung, es wird ein Anti-Air-Zerstörer werden. Also ein Zerstörer, der mit anderen Zerstörern oder Kreuzern zusammenarbeitet, um sich mit einer Luftverteidigung anzubieten. Denn wenn ich mir diese Sache hier reinziehe, dann ist das schon relativ heftig. Also Mid-Range, keine Kurzstrecke, aber Mid-Range. 1 Kilometer bis 3,5 Kilometer. 8 Explosionen, 1120 Schaden und der kontinuierliche Schaden von 410 Trefferpunkten pro Sekunde. Das geht von 1 Kilometer bis 3,5 Kilometer. Und dann gibt es nochmal eine Langstreckenverteidigung von 3,5 bis 6 Kilometer Reichweite. Der hat dann 6 Salven und jede Explosion hat 1820 Damage und der kontinuierliche Schaden pro Sekunde sind 274 Trefferpunkte. Viel mehr steht da noch nicht, aber ihr seht hier vorne selber, in dem vorderen Bereich sind irgendwie so ganz komische Rohre angebracht. Also, das könnte sowas wie eine Art Raketenwerfer sein oder so, Luftabwehrraketen vielleicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, sind hier super viele Anti-Air-Mounts drauf und vielleicht werden diese Werte ja nochmal angepasst oder so eine Sachen. Aber das würde natürlich auch ein Stück weit die Antwort sein auf das, was viele Zerstörerfahrer im Moment so proklamieren oder reklamieren. Ein DD-Fahrer hat es super schwer im Game wohl und ja, jetzt wird man hier vielleicht mit dem passenden Zerstörer darauf antworten können. Ganz interessant ist noch, wir haben hier 36 Knoten Geschwindigkeit, 620 Meter ist der Wendekreis. Ruderstellzeit 4 Sekunden und jetzt kommt's. Oberflächenerkennbarkeit ist relativ weit, also für Schiffe 8,2 Kilometer, also zu Wasser. Und jetzt, wir können 6 Kilometer weit mit der Flak schießen, aber ihr seid nur 2,9 Kilometer aus der Luft zu erkennen. Das ist also so, dass die Flugzeuge, die da rumfliegen, schon quasi mitten in eurer Anti-Air-Range sind, bevor ihr überhaupt entdeckt werdet. Ja, und sobald ihr entdeckt seid, schmeißt ihr einfach eure Anti-Air an und dann rattert das da Zong und weg sind die Flieger. So ungefähr es wird es sich wohl darstellen. Ja, dann haben wir noch Verbrauchsmaterialien. 4 Stück können hier benutzt werden. Schadensbegrenzungsteam, Nebelwerfer, der relativ lange steht. 127 Sekunden steht die Nebelwand. Auswurfzeit sind 30 Sekunden. Also das kann man ja nochmal oben drauf rechnen, wenn man dann immer halt mitschwimmt so ein bisschen. Dann haben wir 157 Sekunden im allergeilsten Fall. Dann haben wir defensive Flakfeuer und das bei diesen Anti-Air-Werten. Und eine hydroakustische Suche. Das ist alles separat sozusagen zu betrachten. Das alles muss nicht im Austausch benutzt werden. Wie gesagt, auch das alles, wie gesagt, Work in Progress. Das kann sich noch ändern. Aber es gab noch einen Hinweis. Es ist, ich sagte ja eben eingangs schon, es ist nicht der erste Zerstörer für die paneuropäische Linie. Jetzt fragt man sich ja, welchen Zerstörer kommt denn da noch? Wir haben bereits einen im Spiel, und zwar die Blyska Wiska, die im Spiel bereits als polnische Nation feststeht. Dieser Zerstörer wird in den paneuropäischen Techtree also integriert werden als wahrscheinlich Premium-Zerstörer. Das bedeutet, als kleiner Hintergrund, ne?
Wenn ihr jetzt schon die Bliskawiska habt und einen Kapitän da drauf, dann wird dieser natürlich 1:1 umgewandelt werden als paneuropäischer Kapitän. Also heißt es, Bliskawiska fahren und schön die Trefferpunkte und die ganzen Sachen einsammeln, dass ihr schön einen 19er Bliskawiska-Kapitän habt, den ihr dann nämlich als paneuropäischen Kapitän wahrscheinlich schulen könnt. Ist also mal so ein Hinweis von meiner Seite. Dann müsst ihr nicht erst anfangen, mit den Kapitänen zu schulen, wenn es quasi schon integriert ist, der paneuropäische Baum, sondern ihr könnt dann direkt von vornherein mit einem 19er Kapitän starten. So, das war's zur Friesland und dann gab's noch ein drittes Schiff, nämlich die Ark Royal. Viele haben es ja von euch schon erwartet, ist dann ein T6 Premium oder vielleicht auch nicht Premium Flugzeugträger. Wer weiß, wie das dann am Ende ins Spiel kommt. Man sagt immer so Premium. Ja, muss man mal gucken, ne, was dann tatsächlich passiert. Wir haben ja eigentlich schon 6er Träger. Ja, keine Ahnung, vielleicht wird es ja auch ein paralleler Träger, was auch immer. Was kann man zudem sagen? Ja, Hitpoints und so weiter spielen ja nicht so eine große Rolle. Es wird Angriffsflugzeuge, Torpedobomber und Divebomber haben, die dann hier unterwegs sind. Die Flugzeuge haben weniger Trefferpunkte als die Furious Bomber, die jetzt schon im Spiel sind. Das ist also schon mal was Neues. Angriffsgröße ist 3 und das Geschwader, was startet, beträgt 9. Also wir haben 3 Angriffe bei den Raketenflugzeugen. Die Flugzeuge sind allgemein verhältnismäßig gut wieder einsatzbereit. Also 48 Sekunden wird immer ein Flugzeug neu auf den Hangar gestellt oder aus dem Hangar auf die Plattform gestellt. Jedes Flugzeug hat 4 Raketen. Jede Rakete macht 1500 Schaden. Und es werden 26 mm penetriert. Ich will jetzt nicht auf alle Werte eingehen, sondern euch nur mal so einen groben Hinweis geben. Die Dinger sind natürlich recht schnell. 161 Knoten auf T6 ist eine ganz ordentliche Geschwindigkeit. Torpedobomber 132 Knoten schnell. Auch da sind es 3 Angriffsflugzeuge und das Geschwader besteht aus 6 Flugzeugen. 81 Sekunden ist da die Zeit, wie die Flugzeuge wieder brauchen, bis sie dann auf der Plattform stehen. Also als Nachladezeit sozusagen. Jedes Flugzeug trägt ein Torpedo, der einen maximalen Schaden von 5200 Punkten verursacht. 35 Knoten sollen die Torpedos schnell sein und die schwimmen nur 2 Kilometer. Ihr müsst 329 Meter an das gegnerische Schiff ranfliegen. Also nicht ihr müsst, aber ihr könnt bis zu 329 Meter an das gegnerische Schiff ranfliegen, um die Torpedo dann ins Wasser zu setzen. Und dann gibt es noch die Divebomber, also die Sturzbomber. Ob das jetzt die Standard-Sturzbomber sind oder ob es dann die britischen Bomben sind, muss man dann sehen. Also das ist jetzt hier noch nicht so ganz klar für mich. Aber ja, es sieht eher so aus von dem Damage her. Ne? 2800 Punkte macht eine HE-Granate nur. Also gehe ich davon aus, dass das die Standard-britischen Bomben sind. Denn ja, wir haben hier auch ein Geschwader von 9 Flugzeugen. 3 greifen dann an davon. 56 Sekunden ist die Restore-Zeit, bis dann wieder ein neues Flugzeug an Deck steht. Ja, und wir haben 9% Brandwahrscheinlichkeit. Die Panzerung, die penetriert wird mit den HE-Bomben, sind 18 mm. Gut, das wollen wir erstmal dabei bewenden lassen. Auch da immer mein Hinweis, Work in Progress. Und dann geht's ins Nächste. Denn es wurde auch ein neuer Game-Mode, ein neuer Spielmodi angekündigt, nämlich die Apokalypse, ein komplett neuer Spielmodus, der aus 4 Teams besteht. Nicht? Jetzt haben wir ja immer nur Team Grün und Team Rot. In Zukunft wird es halt 4 verschiedene Teams sein. Jedes Team besteht aus 3 Spielern, mit welche als Divi zusammenfahren können. Das heißt, ihr könnt einfach eure Freunde aus dem Clan zusammenfinden und dann geht's los. Ihr könnt aus dem Clan gegeneinander antreten, zum Beispiel. Oder ja, einfach halt zufallsmäßig dann gegeneinander in den 4er-Teams starten. Entscheidend ist, es gibt nur Zerstörer, aber es gibt 3 Typen von Zerstörern. Nämlich einmal Zerstörer, die besonders torpedolastig sind und die Hauptbewaffnung möglicherweise nur als Sekundärbatterie haben, dafür aber sehr, sehr schnelle Torpedos haben und eine gute Erkennbarkeit, also niedrige Erkennbarkeit. Dann wird es welche geben, die super geile Guns haben, ja, aber schlechte Torpedos oder gar keine Torpedos möglicherweise sogar und eine schlechtere Wendigkeit. Und dann wird es eine Art Zerstörer geben, die so eine Mittelklasse von allem ist. Also, ja,
Guns, die okay sind, die so selber zu steuern sind und Torpedowerfer, die auch selber zu steuern sind, aber eben nicht der große Schaden, nicht der schnelle Reload, nicht so viele Mumpeln oder nicht so viele Torpedos oder. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. In diese Richtung soll das gehen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine super interessante Geschichte. Jeder Zerstörer oder sind alle möglichen Verbrauchsmaterialien im Spiel, also sowas von Reparaturmannschaft, das wird wohl jeder Zerstörer haben. Dann gibt es einen Torpedo-Nachladebeschleuniger, einen Motorboost, einen Smoke, also den Nebelwerfer und einen Hauptbatterie-Nachladebooster. Das ist dann wiederum verteilt. Also jeder Zerstörer hat eine Reparaturmannschaft und die anderen, die ich genannt habe, die sind verteilt auf die verschiedenen Zerstörertypen. Die alle haben aber keine Aufladung zum Beginn des Spiels. Und man muss quasi aller Versorgungslinien-Event, also wo diese Drop-Zones da waren, ich komme gerade nicht auf den Begriff, ihr wisst, was ich meine, da sind die Flugzeuge lang geflogen, da gab es so eine Zone, da musste man reinfahren, dann konnte man die Sache aufsammeln und dann hatte man dafür schnellere Nachladezeit und so eine Sachen. So was wird es hier für die Aufladung geben. Also man soll dann in die Zone fahren und dann kriegt man eine oder zwei Aufladungen möglicherweise sogar für sein Team gut geschrieben. Gewinnen tut am Ende derjenige, der alle anderen Feinde zerstört hat. Also das Team, was am Ende alle anderen Feinde zerstört hat, wird keinen Countdown geben, also wohl kein Gefecht, was irgendwie 20 Minuten begrenzt ist oder so, sondern es wird wohl, wie gesagt, auch das Work in Progress, nur so gehen ein Deathmatch, ein absolute Deathmatch. Es müssen alle anderen Gegner raus sein und darf nur ein einziges Team noch überleben. Also der letzte von seinem Team möglicherweise hat dann das Gefecht fürs Team gewonnen. Das nächste, was man noch sagen kann, ist, ihr seht da hinten den orangen Rand. Das ist also auch wieder so ein Safe-Zone-Bereich, bekannt aus einem anderen Spiel, wo sie die Zonen auch immer weiter verkleinern. Und ja, man muss quasi immer weiter in die Mitte drängen, um zu überleben. Und ihr seht es ja hier auch auf der Minikarte, wo ihr dann irgendwelche besonderen Versorgungsmaterialien eben bekommt. Ich persönlich finde das sehr, sehr interessant. Die hatten jetzt hier auch ein paar Kapitänsbilder gezeigt. Ich habe das alles aus dem Stream schnell abfotografiert, um euch das hier zeigen zu können. Es gab eine Menge andere Kapitäne. Das sind jetzt nur ein paar davon. Ja, dann gibt es hier natürlich Bilder zu den Zerstörern. Hier mit einer Kreissäge vorne dran. Sehr spektakulär. Das ist wirklich sehr apokalyptisch. Das kann man schon mal so festhalten. Da stehen Häuser dann mitten im Wasser. Und es gibt keine Inseln, sondern Hochhäuser, wo man darin rumfährt. Also so eine Sachen. Ist auf jeden Fall mal super lustig arrangiert sozusagen. Und sind natürlich bestimmte Grundmodelle hier genommen worden, um ja, halt diese Zerstörer daraus zu formen. Gut. Und das ist das, was ich euch in dieser Ausgabe vom Ausblick einfach mal zeigen wollte. Das, was ich bis jetzt hier weiß, habe ich euch jetzt gerade weitergegeben. Ich hoffe, das war wieder interessant für euch und ich freue mich sehr auf eure Kommentare unter diesem Video. Was haltet ihr von diesen ganzen neuen Schiffen, neuen Kapitän, neuer Spielmodus, das auch mit diesem paneuropäischen Baum, dass die Blüskawiska in Paneuropa reingehen soll und so eine ganzen Geschichten. Das würde mich super interessieren und ich werde jetzt im Urlaub dann hoffentlich viele Kommentare von euch lesen können, die ihr da so drunter schreibt, was ihr von diesen Sachen haltet. Ich möchte euch nochmal bitten, wenn ihr das Video toll fandet, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Ihr findet uns außerdem neben YouTube natürlich auch bei Facebook, Instagram und Twitter, wo ihr uns gerne folgen könnt. Und wir haben einen Discord-Zugang. Der Link ist unten im Video und da braucht ihr nur raufklicken und dann seid ihr auf unserem Discord-Server und erhaltet bestimmte Informationen immer schon sogar ein bisschen im Voraus oder da am schnellsten eben. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.